Ja, da könnten wir ganz gerne mal aufsuchen, klar. Bin ich natürlich sehr gespannt. Ja. Zeig ich mal. Achso, okay. Da unten ist das. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Folge 29, genau hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Hier geht's auch direkt weiter. Ich habe mir die Audio Gedingsbooms da angeschaut. Was laber ich da für ein Mist? Ah, das klang ganz okay, ich lasse das so. Sonnenstreifen sind immer noch da, man kennt's. Ich kann das jetzt gerade noch nicht beheben. So, ich, ja, nee. Ja, yeah. Müsste da leider mit klarkommen. Ich kann es jetzt leider nicht ändern. So, wir machen weiter. Oh, 100. Diese zeremoniellen Keramikgefäße werden zur Lagerung von Maisbier oder Chicha genutzt. Der Boden dieser Urpu läuft normalerweise spitz zu, um die Umfüllung in kleinere Ausschankbehälter zu erleichtern. Okay. Bäh, Maisbier, Alter. Ekelhaft. Urpu, Monolith freigeschaltet. Jetzt kann fortschrittene Quechua-Monolithen übersetzt werden. Also, ja, das ist ja schon mal was. Hier ist, glaube ich, jetzt auch nichts mehr, ne? Nee. Hier können wir auf jeden Fall noch hoch. Ich weiß jetzt nicht, was wir hier finden wollen, aber... Hm, sieht nicht danach aus, als ob hier noch was zu finden ist. Ich weiß nicht, warum er mich jetzt hier nach oben geschickt hat, weil man kann ja nichts machen. Das hier kann man sich jetzt auch nicht anschauen, komischerweise. Ich dachte, man hätte es vielleicht, aber ihr seht, man kann hier nichts machen. Gut, dann sind wir hier oben eigentlich auch schon durch, ne? Hier gibt es jetzt auch nichts. Den Sprung wollten wir noch machen, richtig. Letzte Folge freigeschaltet. Ey! Ich hab doch wohl C gedrückt! Junge, ist das dein Ernst jetzt? Jetzt hat er das nicht anerkannt und jetzt muss ich nochmal machen oder was? Wahrscheinlich wieder, weil es geleckt hat wegen diesem scheiß Spiel, was es immer noch nicht richtig hinkriegt. Richtig, ne? Also, hier ist aber eine Menge, du. Das haben wir ja alles schon, da hinten war was. Boah, Junge, da kann ich aber jetzt echt nichts für. Das ist doch Mist. Also wirklich Mist. Da wäre das Einsatzziel. Da wollen wir aber noch nicht hin. Ich will da jetzt wieder hoch und den scheiß Sprung jetzt machen, Alter. Ich meine, was ist denn das? Junge. Also die Entwickler bzw. Nvidia, die haben es echt nicht hingekriegt. Nach, ich meine, das Spiel ist jetzt fast ein Jahr. Also das läuft immer noch nicht rund so. Finde ich sehr, sehr schade. Das muss doch nicht sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ist halt schon unter mir, dieses Ding, ja? So. Unter mir, ich weiß nicht, das müssen wir nochmal genau unter die Lupe nehmen, vermutlich in irgendeiner Höhle, die ich übersehen habe oder so. So, jetzt wollen wir mal gucken, was die von mir wollen. Drücken Sie, dann drücken Sie C zum Eintauchen. So? So. Ja, hab die ganze Zeit C gedrückt. Ist was passiert? Nö. Verstehe ich nicht. Ich habe da jetzt auch gar keinen Bock, das normal zu machen, muss ich sagen. Irgendwas, wir haben es ja schon mal hingekriegt, ich weiß das noch. Aber ich komme gerade nicht drauf. Wie ist denn das jetzt? Also das geht mir auch auf den Sack, dass wir das nicht finden hier. Es ist irgendwo hier, aber hier kommen wir hier nicht rein. Sieht doch, ja, aber... Ja, man müsste halt irgendwie dann wieder so runter, aber
Guck mal. Wie weit unten? Ja, also hier definitiv nicht. Oder ist hier noch ein Höhleneingang? Oh, nee, ist es nicht. Aber hier war gar nicht drin. Und hier? Was will der denn mir da jetzt, Ja, streicheln, warum nicht? Ey! Mal, willst du mich verarschen? Aha. Manchmal ist die Mechanik echt noch nicht ganz ausgereift. So, was hast du uns noch zu sagen? Sind alle jungen Leute verrückt geworden? Sie springen wie Ziegen durch die Anhöhen über dem Dorf. Todesangst kriegt man. Hoffentlich hast du deine wilde Zeit hinter dir. Noch nicht, fürchte ich. Natürlich nicht. Aber das wirst du noch. Genau wie diese Kinder. Irgendwann wird es ihnen zu langweilig. Irgendwann. Noch eine Krypta. Interessant. Wir haben definitiv zu viel zu tun. Handgemälde. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind da genau am anderen Ende. Digga, wo? Die Mesoamerikaner nutzen Steine wie diesen, um Getreide und Saatgut zu verarbeiten. Ich finde es cool, dass man auch ein bisschen über diese Kulturen lernt, weißt du, durch diese Sachen. Aber es einem auch nicht aufgezwungen wird, weil wenn du es nicht anklickst, dann hörst du es eben nicht, ne? Aber ich höre mir das immer ganz gerne an. Ich probiere es noch ein letztes Mal. Ich weiß nicht, ich weiß sowieso nicht, worauf ich hier achten soll. Also, hier kommen wir auch nicht zu diesem Ding, wo wir hinwollen eigentlich. Da steht doch. Ich habe mich doch nicht verlesen, oder? Drücken Sie Leertaste, um zu springen. Dann drücken Sie C, um einzutauchen. Ja, also... Ah! Ich habe es einfach zu spät gedrückt, wahrscheinlich. Das war jetzt erst der zweite von vieren. Ich wüsste wirklich nicht... Also, vielleicht ist ja hier irgendwo so ein, ne, wisst ihr, wie ich meine, so eine Höhle, so eine Unterwasserscheiße oder so. Müssen wir einfach mal suchen, so. So sieht man es ja ein bisschen, da kann man sehen, ob wir hier vielleicht irgendwo rein können oder so. Wahrscheinlich eher nicht so. Hier geht's auch nicht rein. Hier geht's auch schon raus, also. Ja, moin, hier ist noch so ein Monolied. Den ich nicht übersetzen kann. Wahrscheinlich. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Das ist ja wieder dieser grüne. Da haben wir noch gar nichts, oder? Mam-Dialekt, ja. Ich hab mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Sehr interessant, ne? Finde ich interessant, was du sagst. Das ist nämlich genau das, was ich brauche. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten. Die Trauer fraß ihn auf. Ich glaube, das war der Augenblick. Amaru zerbrach. Danach übernahm er die Kontrolle über Paititi. Er wollte uns schützen, weil er Sairi nicht schützen konnte. Okay. Alles klar.
So, das ist ja wieder ein neues Gebiet. Wir müssen mal die Häuser durchsuchen. Der Typ hat da was ganz Interessantes gesagt, dem ich gerne nachgehen würde. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Nichts mehr. Ja, ich finde es gerade schön hier, weil es sind gerade so ein bisschen befreit von den Kämpfen und so gegen Trinity. Ja, ist voll, aber für die EP, Digga, für die EP. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Wo sind wir hier eigentlich? Hier ist der Monolith, genau. Hier oben könnten wir hin. Hier wäre auch noch das... was ist denn das hier? Hier steht gar nichts. Hier wäre noch ein Dokument. Da oben ist noch ein... Ja, dann gehen wir da hoch. Krypta. Dann machen wir es mal auf diesen Weg. Wir sind ja jetzt eh hier. Wahrscheinlich. Ja. Ist ja noch im Gebiet, ne? Ja. Ein zumindest noch im Gebiet zu sein. Jo. Das ist alles noch im Gebiet. Das ist schön. Hier ist noch jemand zum Reden. Ein kleiner Rat. Halte dich von der Wildnis fern. Da draußen lauert Gefahr. Näher gehe ich nicht ran. Und selbst dann werde ich dem Dschungel immer nur ganz kurz den Rücken zukehren. Sagt der, der mitten in der Wildnis lebt. Zumindest diese Stadt oder das Dorf oder wie man es nennen will, das befindet sich mitten in der Wildnis. Da braucht mir niemand anders was dazu sagen. So, da geht's nämlich genau dahin, wo wir gleich noch hin wollten, aber wollten. Wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd. Jo, wunderbar, geil. Genau das wollte ich auch machen, ne? So. Wie geil. Das sieht nicht schlecht aus. Die scheiß Sonnenstreifen nerven natürlich wieder wie Sau. Ah, hallo. Oh, was haben wir denn da? Hier runtergehen. So, ein bisschen hier noch die suchen, was wir hier noch haben. Hier können wir nicht reingucken. Sehr schade. Okay. Ja, wir machen wieder die Routen hier. Wunderbar. Wir haben schon die maximalen Pfeile. Feuerpfeil, wir könnten alles neu herstellen. Easy. Ups, wo bin ich denn jetzt auf einmal? Digga, ich wollte hier nicht mal hin. Da unten ist auf jeden Fall was. Boah, Digga, kann man das? Ich glaube nicht, oder? Aha, da ist er, der dritte, wa? Ja. Wunderbar, da kommen wir doch direkt voran. Das freut mich. Hier könnte doch ein Sprung sein, oder? Nee, auf keinen Fall. Easy. Funktioniert zwar, aber ja, naja. Doof, ne? Zum Glück sind wir im Wasser gelandet. Ja, also. So, passt. Drei Fähigkeitenpunkte. Ich bin komplett raus. Das hier haben wir ja schon alles. Was haben wir hier zum Beispiel? Mit allen Pistolen kann Leuchtmunition von... beim Plündern von Feinden und Tieren Pfeile wieder zu erlangen. Das haben wir noch nicht. Ja,
Venus, der Seifel, ja. Plus Minuten haben wir, bedeutet noch 5, easy. Joa, das ist solide. Ist hier noch was im Wasser? Nicht wirklich irgendwas, was wir brauchen, ne? Die Sachen kennen wir alle schon, die brauchen wir nicht. Ja, da könnten wir ganz gerne mal aufsuchen, klar. Da bin ich natürlich sehr gespannt. Ja. Zeig mal. Achso, okay. Da unten ist das. Hier sieht es ziemlich leer aus. Jadeerz. Wertvolles Mineral, das größtenteils unter Wasser in Jadeern zu finden ist, an Händler verkaufen. Ne? Okay. So, ja, da haben wir. Da oben ist noch ein Monolith. Genau, das war der da ganz oben ist. Auch hier ganz oben sind jetzt die Wasserfelder irgendwo. Will ich hier dann runter? Ja, genau. Genau, easy. Hier springen wir auch runter, wenn wir da oben schon eine Klippe entlang springen. Ein Relikt, das sich einfach nicht finden lässt. Hier ist auch noch eins. Das ist aber noch gar nicht... Ja. Wandgemälde, ja. Da gehen wir erstmal nicht hin. Hier wäre irgendwo noch eine Aufgabe, vermutlich. Und das Dokument würde ich erstmal ganz gerne ran. Und dann können wir uns hier oben mal hinbewegen. So, der sagt, das ist da, also auf geht's. So läuft's nämlich. Wunderschöne Bugs, jetzt wandert der Streifen langsam in mein Gesicht. Nice, ich muss da auf jeden Fall gleich irgendwas machen, das geht ja echt gar nicht. Irgendwas davor hängen oder so, dann sollte das eigentlich passen. Da ist auch noch was, fast übersehen. Muss wieder ein Fehler zurück. Jetzt müssen wir erstmal hier den ganzen Weg wieder hochgehen. Was eben so richtig läuft. So, alles klar. Dann gehen wir jetzt hier hoch, ne? Den Weg. Schon der richtige Weg zu sein. Wir kommen hier noch nicht so gut voran. Ich weiß nicht, ob es so unbedingt gut ist, dass er jetzt speichert. Oh, okay. Alles klar. Digga, wie geil sieht das aus? Ah, moin, Basslager, easy. Scheiße, Mann. Ey, da wollte ich gar nicht hin, Alter. Digga. Arschen? Ah, oh, da. Hey, Leute, ich sehe sogar das Herz. Easy. Okay, alles klar. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Schande, wo bin ich denn hier, Alter? Wie viel liegt hier rum? Gestern musste ich auch das letzte Maultier töten. Es hatte sich ein Bein gebrochen, also hatte ich keine Wahl. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Ich bin auf ein verlassenes Dorf gestoßen, das Set sein muss. Ich wünschte nur, Vater wäre noch am Leben. Ich werde hier über Nacht Rast machen und den Ort morgen gründlich durchsuchen. Die Welt wird erfahren, dass ein Forset die verborgene Stadt gefunden hat. Okay, alles klar. Wenn du dir da so sicher bist... Okay. Was ist hier? Hier ist gar nichts, aber ich,
Hier können wir aber rein. Unmöglich. Hm. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, das hier haben wir schon. Hm, was ist denn hier? Wir brauchen das Seilaufstiegswerkzeug. Hm. Toll. Okay. Leider nicht. Oh, wow, wow. Also die Zeit schon wieder vorbei. Ich kann nicht mehr tragen. Erstmal ausschau. Hier, so sieht das da aus. Ne? Jo. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch nicht rein, wa? Ach, ist doch dein Ernst. Oh, nö, Digga. Ja, da brennt es natürlich nicht, ja, weil es da nicht brennen soll. Ach, komm. Das ist doch Kegge. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Digga, wo geht's denn hier hin? Nach da oben, ne? Komm ich zum Wolf. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, war's das wieder für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann hier rüber gehen und dann den Wolf machen. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.